Nader El Jandaoui hat es nicht nur geschafft, in FC 24 zu kommen, sondern er hat auch mittlerweile sein Profidebüt gegeben. Gegen Hamburg war es soweit, im Pokal wurde er eingewechselt und wie seine Karriere weiterhin aussehen wird, das werden wir jetzt mit Hilfe von FC 24 ermitteln. Dafür setzen wir uns verschiedene Challenges, die Nader El Jandaoui erfüllen muss. Und zwar insgesamt 3 Stück. Die erste Challenge ist es auf jeden Fall, den Aufstieg zu schaffen in die erste Liga. Und dabei nicht irgendwie einfach nur ein Angebot zu bekommen vom Erstligist, sondern wir wollen wirklich in die erste Liga aufsteigen und wir setzen einen sogar drauf und wollen von der dritten in die zweite aufsteigen und von der zweiten in die erste. Die zweite Challenge ist es, einmal einen Titel zu gewinnen. Egal wo, egal wann, aber auf jeden Fall ein Titel. Und das dritte ist es, das Ziel, einmal für Deutschland nominiert zu werden, also für die Nationalmannschaft. Selbstverständlich beginnt seine Karriere bei Hertha BSC Berlin. Er steht ja dort auch unter Vertrag. Wir werden ihn als inversen Flügelspieler, werden wir ihn erstmal ausbilden und schauen, wie weit er sich entwickeln kann. Ein Problem gibt es jedoch noch, und zwar ist der Konkurrenzkampf auf den Flügeln bei Hertha BSC Berlin richtig hoch. Und deswegen wird Nader El Jandaoui sich einen anderen Platz suchen oder einen anderen Verein zur Leihe suchen, damit er Spielzeit bekommt. Und zwar hat sich auch direkt ein Verein gefunden, und zwar das Pokalmonster oder die Pokalmannschaft Saarbrücken. Und zwar haben die ein Angebot dagelassen und es ist auch optimal, weil wir auch als Challenge uns gesetzt haben, von der dritten in die zweite Liga aufzusteigen. Hier sehen wir Nader El Jandaoui im Saarbrücken-Trikot, etwas ungewohnt, aber naja. Das ist auch die Aufstellung, mit der Saarbrücken an den Start gehen wird, in die Saison gehen wird und hoffentlich den Aufstieg zu schaffen, auch wenn ich glaube, dass die Chancen nicht zu heftig sind, weil der Kader schon etwas unter dem von den anderen Drittligisten ist. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in dem ersten Jahr sind Harry Kane, Kylian Mbappé, Erling Haaland und Robert Lewandowski. Auch ganz interessant, Nachwuchsstar des Jahres wurde im ersten Jahr Vitor Roque, den kennt man natürlich von Barcelona, aber er ist einfach nach Union Berlin gewechselt. Und den Ballon d'Or konnte Erling Haaland für sich im ersten Jahr entscheiden. Die Saison ist vorbei und tatsächlich konnte Saarbrücken sich auf dem zweiten Platz sichern und damit auch den direkten Aufstieg sichern. Und damit haben wir den ersten Teil von der Aufstieg-Challenge schon erreicht. Den DFB-Pokal konnte währenddessen Borussia Dortmund im Finale gegen Bayern München mit 3:2 gewinnen. Saarbrücken war natürlich auch qualifiziert, aber ärgerlicherweise ist man gegen den Ex-Verein oder den Heimatverein von Nader El Jandaoui, Hertha BSC Berlin, nämlich in Runde 1 ausgeschieden schon. Und einfach zu Interesse, Real Madrid hat im Elfmeterschießen im Finale gegen Barcelona ihren spanischen Rivalen gewinnen können und sich damit den Champions-League-Titel gesichert. Auch gut zu wissen, und zwar Hertha BSC Berlin ist tatsächlich aufgestiegen in die erste Liga. Sie sind nämlich zweiter Platz geworden, Düsseldorf erster Platz und damit Hertha nächste Saison erstklassig. Nader El Jandaoui konnte auch eine richtig gute Saison spielen, und zwar ist er hoch auf eine 68 mittlerweile, also plus 6 konnte er sein Rating verbessern. Zudem hat er 15 Tore und 3 Torvorlagen erzielt in 38 Ligaeinsätzen und im einen DFB-Pokalspiel hat er leider nicht getroffen. Es geht in die zweite Saison, aber da Hertha BSC Berlin in die erste Liga aufgestiegen ist und Nader El Jandaoui noch nicht so gut ist, um erste Liga zu spielen, wird er den Verein verlassen. Und zwar hat er dafür 2 Angebote bekommen, einmal von Ipswich Town und einmal vom Hamburger SV, die es leider wieder mal nicht geschafft haben, aufzusteigen. Und Nader El Jandaoui bleibt natürlich in Deutschland. Ich denke, das ist das Beste, und zwar auch dann noch beim Top-Favoriten der zweiten Liga, können wir auch auf jeden Fall den Aufstieg in die erste Liga mit eigener Hand schaffen. Und ja, deswegen wechselt er natürlich zum Hamburger Sportverein. Hier sehen wir ihn im Hamburger Trikot und ich bin mal gespannt, was möglich ist, ob wir jetzt sogar nach dieser Saison die Challenge abhaken können, weil wir es geschafft haben, in die erste Liga aufzusteigen. Wir werden diesmal Saison primär als Flügelspielmacher trainieren, damit er neben dem Tempo auch noch ordentlich passend zulegt und dort dann Glatzel und Co. gut mit Flanken und Pässen füttern kann. Im Hintergrund sehen wir dann noch die Aufstellung von Hamburg, und zwar das klassische 4-3-3 ist natürlich mit Jandaoui und Dompy auf den Flügeln und ab geht's in die Saison, würde ich sagen. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind Vinicius Junior, Erling Haaland, Christopher Nkunku und Kylian Mbappé. Und am Ende konnte sich Kylian Mbappé den Ballon d'Or sichern und damit seinen ersten Titel einfahren. Die Saison ist vorbei und wir sehen es im Hintergrund. Nader El Jandaoui hat es wirklich geschafft, mit Hamburg aufzusteigen und dann noch als erster Platz. Also die Challenge Aufstieg haben wir auf jeden Fall geschafft. Wir sind von der dritten in die zweite aufgestiegen und dann nochmal von der zweiten in die erste. Also
können wir da einen Check hintermachen. Wie es jetzt im Pokal aussieht, dort war es auf jeden Fall in Runde 1, musste Hamburg gegen Dresden und konnte sich damit auf jeden Fall knapp durchsetzen mit 2:1. In der zweiten Runde wartete dann der Stadtrivale, und zwar St. Pauli, wo man sich dann auch mit 1:0 knapp durchsetzen konnte. In der dritten Runde konnte man dann den Pokalschreck aus diesem Jahr Saarbrücken rausschmeißen mit 2:1. Auch interessant, die Partien Bremen gewinnt gegen Bayern und Union hat Hertha rausgeschmissen. Und in der vierten Runde, dem Viertelfinale, wartete dann das Nordderby gegen Bremen. Und dort konnte man wieder mit 3:2 sich knapp durchsetzen und damit ist Hamburg im Halbfinale. Im Halbfinale war es wieder sehr, sehr, sehr knapp, aber dort ist man leider dann knapp an Leipzig gescheitert und hat mit 3:2 ist man rausgeflogen. Das Finale konnte währenddessen Leipzig für sich entscheiden gegen Union Berlin. Hertha musste gegen Schalke in die Relegation und konnte sich auch durchsetzen. Natürlich interessant für Nader El-Jandaoui, damit bleibt Hertha weiterhin erste Liga und Schalke bleibt in der zweiten. Auch interessant, in der Champions League konnte Leipzig gegen Bayern im Finale gewinnen, leider, und damit hat Leipzig sich ihren ersten Champions-League-Titel geholt. Schauen wir aber auch noch auf die Leistung von Nader El-Jandaoui, und zwar 39 Einsätze hieß es diesmal, aber nur 4 Tore und 4 Vorlagen. Das ist zwar in Ordnung, aber natürlich auch deutlich ausbaufähig, wenn wir sehen, was die anderen alle geleistet haben, aber er ist auch hoch auf eine 72 und hat schon einen wichtigen Schritt gemacht in seiner Karriere und mal sehen, wo es nächste Saison hinführt. Es geht in die dritte Saison und Nader El-Jandaoui ist natürlich wieder bei seinem Herzensverein Hertha BSC Berlin am Start und ja, wird auf jeden Fall die erste Liga nicht mit Hamburg, sondern mit Hertha aufmischen. Da seine Torausbeute nicht so optimal war, werden wir ihn wieder als inverser Flügelspieler trainieren, damit er neben dem Tempo auch vor allem noch an Schießen drauflegt. Hier im Hintergrund sehen wir dann noch die Ausstellung von Hertha BSC Berlin. Wir gehen einfach mit einem 4-4-2 ins Gefecht, sag ich mal, und schauen mal, ob ein Klassenerhalt möglich ist oder sogar mehr. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or sind in diesem Jahr Vinicius Junior, Lautaro Martinez, Kylian Mbappé und Erling Haaland. Und diesmal hieß der Sieger Vinicius Junior. Die Saison ist vorbei und wir sehen schon, Hertha BSC Berlin konnte tatsächlich auf dem 8. Platz sogar landen, was, finde ich, eine absolut starke Saison ist. Und mal gucken, wie es im DFB-Pokal aussah. Im DFB-Pokal ist man in Runde 2 gestartet. Dort konnte man dann direkt 3:0 souverän gegen Kaiserslautern gewinnen. In Runde 3 ist man dann aber auch schon ärgerlich gegen Hannover 96 knapp ausgeschieden und damit war es auch schon wieder vorbei im Pokal. Am Ende konnte Dortmund sich in einem spannenden Finale knapp durchsetzen gegen Mainz 05. Währenddessen konnte Inter Mailand im Finale der Champions League gegen Real Madrid gewinnen und somit sich eine Champions League Trophäe sichern. Am interessantesten ist aber natürlich, wie hat Nader gespielt in seiner ersten Erstligasaison, und zwar hat er 36 Einsätze gehabt, 7 Tore diesmal und 7 Torvorlagen, also eine kleine Steigerung zuletzt letzten Saison, und er ist auch hoch auf eine 76, also er macht auf jeden Fall Fortschritt und das noch im Alter von 30 Jahren. Und auch in der vierten Saison geht es weiterhin bei Hertha BSC Berlin an den Start, und zwar will man natürlich jetzt, nachdem man knapp die Europaplätze verfehlt hat, natürlich gerne auch Europa erreichen und mal sehen, was jetzt möglich ist. Das Team, mit dem Hertha Europa angreift, sehen wir hier im Hintergrund, und zwar haben sie ein bisschen investiert in alte Spieler, und zwar Ngankam, Meier, Grujic und Toru Noriga sowie Stark sind zurückgekommen und sollen Hertha helfen, in die Europa League oder Conference League zu kommen. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or in diesem Jahr sind Luis Mpenda, Kylian Mbappé, Erling Haaland und Vinicius Junior. Und der Sieger hieß am Ende Erling Haaland, der dann seinen nächsten Ballon d'Or-Titel gesichert hat. Die Saison ist vorbei und Hertha hat es tatsächlich geschafft, in die Europa League zu kommen. Sie sind am Ende auf dem 6. Platz gelandet. Auch und mit einem guten Vorsprung von 10 Punkten auf den 7. bzw. 8. Platz. Also ja, die Saison war auf jeden Fall erfolgreich. Jetzt ist die Frage, wie es natürlich im DFB-Pokal aussah, und dort ist Hertha mit einem 2:0 souverän in Runde 2 weitergekommen gegen St. Pauli. Aber in Runde 3 ist man wieder ausgeschieden wie im Vorjahr, und zwar gegen den Stadtrivalen Union Berlin. Währenddessen konnte Frankfurt sich im Finale gegen Düsseldorf tatsächlich deutlich durchsetzen und somit einen weiteren DFB-Pokalsieg feiern. Tatsächlich hatte es geschafft, sich Hertha für die Conference League noch zu qualifizieren, und ja, da gucken wir natürlich auch drauf. In der Gruppenphase konnte man souverän auf dem 1. Platz landen. Im Achtelfinale wartete dann schon ein Brocken, und zwar Ajax Amsterdam, der gefühlt stärkste Gegner, und dort konnte man sich auch knapp durchsetzen und damit ins Viertelfinale kommen. Im Viertelfinale wartete dann aber auch Newcastle United, der andere starke Gegner, und dort ist man dann leider knapp rausgeflogen und damit waren die Träume vom Pokal auch schon vorbei. Währenddessen konnte Barcelona mal wieder die Champions League gewinnen, und zwar im Finale gegen Monaco hat man sich mit 3:1 durchgesetzt. Schauen wir auf Naders Leistungen, und
zwar hat er diesmal 46 Spiele sogar gespielt. Dabei sind ihm 10 Tore und 3 Torvorlagen gelungen. Also ganz solide, aber auch nichts Überragendes. Aber er ist auf jeden Fall hoch auf eine 80. Im Alter von 31 konnte er sich nämlich nochmal um 4 Prozentpunkte oder Punkte verbessern. Na, da hatte jeder noch 2 Challenges offen, und zwar einmal einen Titel, und zwar einen richtigen Titel. Den Zweitligatitel sehe ich dazu nicht. Und auch, dass er einmal für Deutschland spielt, was leider noch nicht möglich war, aber dadurch hat er sich jetzt auf jeden Fall entschieden, zum AC Mailand zu wechseln, um dort vielleicht in der Serie A noch den ein oder anderen Titel zu gewinnen. Hier im Hintergrund sehen wir das Team, und zwar ist es dort auch ein sehr starkes Team auf jeden Fall. Leao natürlich der Starspieler, aber auch Eljen Daoui zusammen mit Maximilian Bayer vorne im Sturm, und mal sehen, ob da was möglich ist. Und tatsächlich am 9.10. wurde der Kader von Deutschland bekannt gegeben, und neben Maximilian Bayer von dem Team wurde auch Nader Eljen Daoui für Deutschland nominiert. Also nächste Challenge abgehakt. Die Favoriten auf dem Ballon d'Or waren aber Vinicius Junior, Erling Haaland, Phil Foden und Kylian Mbappé. Und am Ende konnte Erling Haaland wieder den Ballon d'Or gewinnen. Und wir schauen, ob Nader sich einen Titel holen konnte, aber in der Serie A war es auf jeden Fall nicht so. Dort ist man knapp auf dem 2. Platz hinter Napoli gelandet, und ja. Schauen wir im Pokal, und zwar ist man in der Coppa Italia im Achtelfinale souverän mit einem 2:0 weitergekommen. Im Viertelfinale wartete dann Udinese Calcio, und dort konnte man auch knapp mit 3:2 weiterkommen. Es war im Halbfinale auch wieder sehr knapp zwischen Bergamo, also Atalanta, und AC Mailand, aber Mailand konnte gewinnen und muss dann gegen Lazio, die deutlich, aber mit 6:1 im Gesamtergebnis Inter Mailand rausgeschmissen haben. Und im Finale konnte tatsächlich Nader Eljen Daoui seinen ersten Titel erreichen und hat damit die Challenge komplett erfüllt, und AC Mailand hat die Coppa Italia gewonnen. Aber auch den Supercup konnte AC Mailand gewinnen, gegen Juventus im Elfmeterschießen. In der Champions League war es leider nicht so erfolgreich. Dort ist man in der Gruppe nur 3. Platz geworden, weil die anderen deutlich besser waren, und damit hieß es dann Europa League. Im Finale war es eine sehr spannende Partie, natürlich Leipzig gegen Paris Saint-Germain, und dort konnte sich Leipzig durchsetzen. In der Vorrunde konnte AC Mailand dann insgesamt mit 5:2 deutlich weiterkommen, um dann im Achtelfinale gegen Liverpool zu spielen, und nachdem das Hinspiel nicht so erfolgreich war, konnte man aber deutlich im Rückspiel mit 3:0 gewinnen und sich weiterhin für die nächste Runde qualifizieren. Im Viertelfinale wartete dann aber auch Napoli, und dort ist man dann leider ganz knapp im Elfmeterschießen rausgeflogen. Schauen wir auf die Statistiken von Nada, und zwar ist das diesmal sehr krass. 57 Spiele muss er sogar spielen, also richtig viel, aber ihm sind dort auch 26 Tore und 3 Torvorlagen gelungen, und er bleibt auf einer 80, aber das ist auf jeden Fall bärenstark. Lasst gerne ein Abo da und schaut euch die anderen Spielerkarrieren gerne auch an.